Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und natürlich, Leute, ich bin morgen wieder live, ganz genau 16 Uhr. Also Leute, schaltet auf jeden Fall sehr gern ein. Wir haben nochmal ordentlich am Start natürlich SBC-Packs. Wir haben Spring-Break-Packs. Wir gehen natürlich dann weiter auch Richtung Griezmann. Ist ja ganz klar, heute, ihr seht es ja schon im Titel, wir holen uns heute Asensio ab. Und ja, also, seid auf jeden Fall am Start. Wird eine ganz wilde Sache. Natürlich auch wieder 1 gegen 1 und Teams bewerten gegen euch. Ist ja ganz klar. Also ein ganz chilliger, normaler, wilder Stream. Mal gucken, vielleicht auch ein bisschen Pack-Luck. Wir werden dann ja sehen. Und ich kann euch auch jetzt schon sagen, es wird auf jeden Fall nächste Woche Montag keinen Stream geben. Dienstag höchstwahrscheinlich auch nicht. Lasst euch einfach überraschen, wie ich das machen werde, weil ich kann mir auch vorstellen, Mittwoch und Donnerstag zu streamen. Aber da muss ich erstmal nochmal gucken. Und genau, also ich weiß nämlich noch nicht, weil ich bin Montag und Dienstag habe ich leider keine Zeit. Genau, so sieht's aus. So, uff, Alter, 12 Inbox ja wieder komplett voll. Aber okay, hier wurden erstmal noch ein paar Spieler verkauft. Gündogan nehme ich die Münzen mit. Warum auch nicht? Hier diese Auktion, wie auch immer, nehme ich hier auch nochmal mit. Das kann ich ablehnen. Perfekt. Ich habe jetzt 20,69 Millionen Münzen. Das sieht doch schon mal ganz nice hier aus. So, hier kann ich auch nochmal was abholen. Perfekt. Das machen wir auch noch ganz schnell. Ich nehme ja meistens immer kurz nach der Aktualisierung auf. Ihr könnt ja mal sehen, 21:16 Uhr. Also wirklich kurz nach der Aktualisierung. Okay, Gartengeschenke. Was gibt es denn heute abzuholen? Ist was Interessantes dabei? Oh, Eiersuche-Token. Ich glaube, da hole ich mir welche. Oh, Nachbarschaft. Aber nur einen können wir abholen. Nur einmal abrufen. Also komm, trotzdem, die hole ich mir. Die hole ich mir. Und kann ich mir hiervon auch... Oh, Leute, ich sage euch, das Pack-Opening ist so safe. Das ist so safe. Und ja, Leute, das werden ein paar Packs. Das werden ein paar Packs im Stream. Ich bin so gehypt, Leute. Alter, ich sehe das jetzt erst gerade hier. Eiersuche-Token, Leute, ich werde so viel raushauen. Okay, zuerst mal hier die Nachbarschaftspunkte sind hier am Start. Jawohl. Alter, Leute, wer ist auch gehypt? Jetzt, Leute, schreibt Hashtag Hype in den Chat. Nicht in den Chat, Alter. Ich bin schon in den Gedanken im Livestream. Hashtag Hype in die Kommentare. Genau. Boah. Okay, das schaffe ich eigentlich auch. In 3 Stunden ist es durch. Heißt, morgen früh hole ich mir das Ganze dann ab. Perfekt. Jo, das heißt, ich kann mir hier schon mal eigentlich meine ganzen Punkte abholen. Das ist doch wild. Das ist sehr wild. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 2 Packs am Start. Vielleicht kommt hier noch ein bisschen was oben drauf. Jetzt lohnt es sich auch mal, die ganzen Packs hier rauszuholen. Die ganzen Bonusgeschenke, die ich hier noch am Start habe. Boah, das sieht doch wild aus. Nachbarschaft haben wir auch was am Start. Da hole ich mir heute Asensio. Und danach habe ich ja, jetzt hier noch 400 Punkte bekommen. Das heißt, da kann ich noch Richtung Griezmann. Das spare ich natürlich, Leute. Das spare ich natürlich auf den Stream. Ey, das ist nochmal eine richtig nice Wendung. Also wirklich, Leute, Stream wird wild. Ich sag's euch. Okay, 40 Punkte habe ich hier am Start. Okay, muss hier noch Werbung schauen. Das mache ich natürlich auch. Eiersuche habe ich jetzt 200 Token. Genau, das heißt, ich schaffe dann hier nochmal die 200 Nachbarschaftspunkte. Ey, das wird wild. Oder wann sind denn die vorbei? In 3 Tagen. Warte mal, wir haben jetzt, heute ist Dienstag. Ich nehme Dienstagabend auf, aber die Aktualisierung wahrscheinlich heißt es Mittwoch. Laut FM. Okay, doch, wir schaffen die Packs noch. Also das heißt, bekommen wir auch hier einen garantierten. Ne, einen garantierten bekommen wir leider nicht mehr. Aber gut, das ist trotzdem sehr, sehr nice, Leute. Geil. Ich freue mich. Okay, jetzt Nachbarschaft. Darauf freue ich mich auch schon. Die ganze Zeit. Oh, Baby. Marco Asensio, 99. Guckt euch diese Stats an, Leute. So geil. Von Real Madrid, La Liga, Santander aus Spanien. 4 Jahreszeiten, Spring Break. Jawohl. Sehr, sehr geil. Das heißt, jetzt ist er hier auch mit am Start. Marco Asensio ist hier am Start, Leute. Da ist er. Da ist er. Okay, gut. Es gibt eine Pack-Animation. Umso besser natürlich, ist ja ganz klar. Hier ist er am Start, Leute. Diesen Moment, ich sag nichts. Boom, Alter, sieht ja geil aus. Ja, moin, Boom, wahrscheinlich bin ich Moritz. 99er, das sieht doch mega geil aus. Der kommt auch direkt ins Team rein. Sorry, Messi, der Goat muss jetzt mal weichen. Aber jetzt kommt Marco Asensio rein. Eieiei, zu wilde Sache. Uff. Gucken wir mal hier an. Ja, okay, natürlich, jetzt habe ich mal ein bisschen weniger Guess halt, aber die Ränge müssen halt noch rüber transferiert werden. Und Messi hat 6 Ränge, ich glaube, das kostet sogar 1 Million Münzen oder so. Uff, also gut. So, komm, rein damit. Rein damit mit Marco Asensio. Die Chemie ist in Ordnung. Gut, Chemie ist mein größtes Problem hier. So, können wir mal gucken. Ist hier noch irgendwo der Messi drin? Da nicht. Ist er hier noch drin? Das ist ja... Hier ist er auch nicht drin, perfekt. Das heißt,
Wir können jetzt erstmal noch die Ränge hier transferieren. Das darf ich nicht vergessen. Sonst lande ich dort, wo auch Joshua gelandet ist. Huch. Rangspieler, doch. Weiter. Rangaufstieg. Was? Hä? Wieso kostet... Ach so, lol. Ich hätte fast... Oh, lol. Ich hätte hier fast den Messi dort reingehauen. Leute, das wäre noch loster gewesen als loster. Also, uff. Okay, wir gehen lieber rein zu Rangtransfer. Okay, 650.000, okay. Ich dachte schon, es kostet jetzt 1 Million oder so. Aber gut. So, hier. Marco Asensio jetzt auf 6 Ränge. Sieht doch sehr, sehr nice aus. Uff. 99er mit 6 Rängen. Jetzt ist halt die Frage, Messi werde ich jetzt auf jeden Fall wegtrainieren, der kostet nur noch 2 Millionen, es lohnt sich jetzt nicht eigentlich, den zu verkaufen, weil ich habe auch schon zweimal drauf trainiert auf den, genau, so könnte ich jetzt Asensio auf 100 bringen, könnte ich tatsächlich machen, mache ich aber wahrscheinlich doch nicht, oder? Leute, mache ich das? Ich weiß es nicht, oder ich könnte auch ihn hier reinhauen in Bailey, da bringt es mir wahrscheinlich ein bisschen mehr, oder? Bringt es mir ein bisschen mehr, wenn ich Wright noch reinhau? Ah, nee. Ach komm, Leute, komm. Schwamm drüber. Ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, drauf, aber wir machen jetzt einfach mal Marco Asensio auf 100. Leute, jawohl, komm. Wir machen das jetzt einfach mal. Uff, Leute, wir machen es einfach mal. 500.000 Münzen, komm. Die Münzen habe ich. Ich habe doch die Münzen. Dann mache ich es doch jetzt auch. 3, 2, 1, Marco Asensio, sorry Lionel Messi, der Goat, du bist der Goat, aber leider musst du jetzt weichen, Lionel Messi muss leider weg und ein 100er Marco Asensio, Leute, dieses Design, mein erster 100er Spieler, uff, Leute, mein erster 100er Spieler ist am Start und dieses Design, Leute, Maschallah, Alter, einfach der Hübsche, Marco Asensio. Ja, geil. Leute, komm, ich gehe jetzt nochmal in Versus Angriff rein. Ganz einfach, um zu gucken, wie der sich so spielt, der Junge. Komm, wir machen mal eine Partie Versus Angriff mit ihm. Ich bin mal sehr gespannt, wie er sich spielt. Okay, hoffentlich jetzt mal, ich bin noch bei 1 Million Fans, vielleicht kriege ich jetzt einen Gegner, der nicht so krass ist. Damit man vielleicht auch mal ein bisschen mehr ausprobieren kann. Oh, aber 100er, meine erste 100er Karte ist das. Okay, boah, ey, wie das jetzt schon aussieht. 129, habe ich gar nicht gesehen. Oha, 129. Und ja, Leute, jetzt kann ich noch mal ein bisschen was ausprobieren. Ja. Fast 130, fehlt nicht mehr viel. Vielleicht kommt ja dann mit Klostermann die 130. Mal schauen, ob ich dann bis dahin hab. Okay, perfekt, Alter. Marco Asensio, komm. Der ist schnell. Der ist schnell, der Junge. Okay, gehalten. Es wird gehalten. Nicht so gut. Scheint wohl Finesse jetzt nicht so sein Ding zu sein. Aber gut, 1-0 immerhin hier. Ich glaube, Mustafi war es. Gut, Lewandowski macht ihn halt so mal rein. Komm, wir brauchen nochmal hier ein wenig. Ist es hier unten Marco Asensio? Nee, Lewandowski. Hey, wo ist Asensio? Bist du Asensio? Ja, du bist Asensio. Schuss. Was? Wiedergehalten? Hä? Junge, du bist auf 100. Also, ja. Ja, ich will jetzt nicht sagen, aber ja. Wäre schon cool, wenn du noch ein Tor schießt. Also noch eins. Oder hat, nee, der hat noch gar keins, stimmt. So, jetzt Asensio, der muss aber rein. Der muss rein, jawohl. Den macht er auch rein. Was hat er eigentlich für Trick? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Was macht denn der? Ah, okay, ganz normal. Ganz normale Sache. Asensio wiedergehalten. Okay, also diese Finesse-Schüsse scheinen jetzt doch nicht so krass bei ihm zu sein. Na gut. Okay, dann merke ich mir das. Und pass auf, dass ich nicht mehr so viele Finesse mit ihm mache. Kann er denn so normal schießen? Okay, das ist Lewandowski, der kann es, das weiß ich. Das hat er schon oft genug bewiesen. Robert kann es auch ein zweites Mal. Aber komm, wir wollen nochmal einen ordentlichen Weitschuss von ihm sehen. Wo ist denn der? Ist er das? Oh, komm schon. Rennen, bist du Asensio? Ja, du bist Asensio. Komm, jetzt nochmal einen schönen Weitschuss. Schieß. Oh, Mann. Komm, vielleicht kriege ich noch eine Chance. Bist du Asensio? Nein, du bist nicht Asensio. Du bist in der Mitte Asensio im Abseits. Och, Junge. Ja, genau. Okay, leider habe ich keinen Weitschuss mehr geschafft, aber gut, ich habe gewonnen. In Ordnung. Ich mache jetzt kein zweites Spiel, das mache ich dann bestimmt noch beim Privat noch ein bisschen Asensio testen. Und ja, Leute, das ist doch wild. Das ist doch wild. Schreibt gerne mal rein in die Kommentare, was habt ihr euch bisher schon abgeholt im Event. Und ja, Leute, wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen wieder im Livestream. Und ja, das heißt, Leute, wir sehen uns.